Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Eines Tages werde ich die ganze Welt wissen, aber heute gucken wir uns erstmal an, wie wir in unserem U-Boot in Barotrauma denn jetzt wirklich die berechnende Hülle, die Räume festlegen und die Ballasttanks korrekt einstellen, die korrekte Größe dafür festlegen. Und was meine ich mit der tatsächlichen Hülle? Natürlich werden die Viecher hier diese Hüllenteile, die wir hier platziert haben, angreifen. Das werden die machen. Aber diese Teile definieren nicht, wo Wasser durchkommen kann und wo nicht. Das wird nämlich durch Hulls definiert. Wenn ich hier mal suche, dann sehe ich, gibt es hier ein Objekt, das heißt Hull. Und hier sehen wir auch in der Beschreibung, Hulls determine which parts are considered to be inside the sub. Und wir müssen mit diesen Hulls jeden Raum in diesem Sub definieren, in diesem U-Boot. Genau, also, wenn ich jetzt hier mal auf die Hülle klicke, um die zu platzieren, dann kann ich jetzt hier zum Beispiel hergehen und einen Raum ziehen. Und ich sehe, ich habe jetzt hier schon ein Problem, denn hier oben würde jetzt etwas außerhalb des U-Boots ragen und das will ich nicht. Das heißt, ich mache das hier so hin. Hier gehe ich so und habe jetzt hier meinen ersten Raum definiert. Und damit dieser Teil jetzt hier auch noch zu dem Lagerraum gehört, gehe ich jetzt weiter, nehme mir wieder eine Hülle. So setze die jetzt mal hier an, ziehe die hier hin. Ich denke, das Prinzip wird klar, bis ich dann hier auch den letzten Teil ausgekleidet habe. Genau. So. Um jetzt diesen Raum hier, den ich definiert habe, als Lagerraum zu kennzeichnen, klicke ich jetzt hier die Kontur von dem ersten Raum an und habe dann hier bei Roomname kann ich frei einen Raumnamen eingeben. Ich kann aber auch hier auf die drei Punkte klicken, habe dann hier so ein paar vordefinierte Raumnamen. Und nehme jetzt hier mal Storage Compartment. Oder haben wir hier oben noch was mit F vielleicht? Freight oder sowas. Oder Cargo. Cargo ist doch gut. Cargo, das ist Cargo. Das muss ich bei denen hier auch machen. Das hat jetzt keinen besonderen Effekt, sondern das ist einfach nur der Name, den ich dann später auch auf dem Statusmonitor sehe. Das wird dann hier gezeigt. Es gibt noch ein paar weitere Einstellungsmöglichkeiten. Wir können hier mit speziellen Keywords arbeiten, um Upgrades für diesen Raum auszuschalten. Ich gehe jetzt in diesem Basic U-Boot-Bau-Tutorial nicht darauf ein. Das wird alles wunderbar so funktionieren. Das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist, wir müssen sagen, dass diese beiden Teile hier auch zu diesem Raum gehören. Und das machen wir einfach, indem wir diesen Raum anwählen. Dann halten wir wieder die Leertaste gedrückt und klicken dann auf den großen Raum. Dadurch können wir die miteinander linken. Das mache ich mit dem auch. Und dann wird das hier hinterher ein Raum sein hier. Genau. So, dann machen wir jetzt weiter. Hall. Wobei, bevor ich weitermache, werde ich den noch ein bisschen größer ziehen. So, einen nach rechts. Und dann kann ich nämlich hier so. Ja, da werde ich wahrscheinlich wieder einen weiteren verwenden müssen, sonst gehört nämlich das Ding da oben mit dazu. Deswegen, ich mache das so und dann werde ich hier noch einen Raum mit dran machen. So. Und den linke ich dann wieder mit diesem Raum hier. Und das ist dann einfach, ich glaube, es gibt Center Access Shaft, ist das hier. Center Access Shaft. So, okay. So, das muss ich für alle Räume machen. Und es ist auch wichtig, dass die innenliegenden Räume immer aneinander angrenzen. Das heißt, wenn ich jetzt hier unten den Reaktorraum quasi mache, dann muss ich darauf achten, dass hier oben zwischen diesen beiden Räumen keine Luft frei ist. Ja, ich muss also wirklich direkt hier dran und dann gehe ich hier rüber. So, boah, ich schließe da oben auch schön ab mit der Kante, ne, dass ich hier schön abgeschlossen habe und hier daneben auch. Und
Genau, hier müssen wir keine zusätzlichen Halts noch definieren. Das ist ein perfektes Viereck. Da können wir dann jetzt einfach sagen, das ist unser Reactor. Reactor Room, da ist er. Zack. So, dann definiere ich jetzt hier noch meinen Engine Room. So, das mache ich mal. Das mache ich mal so. Ja, oder mache ich's so? Ich mache es, glaube ich, so. Ja, so mache ich das. Genau, das ist dann mein Engine. Engine Room, da ist es, zack. Und so fahre ich jetzt hier einfach fort und mache hier alle Räume, definiere ich von meinem U-Boot. Es ist auch übrigens nicht schlimm, wenn ich jetzt hier nochmal sage, das hier ist auch der Central Access Shaft, genauso wie das hier oben halt der Fall war, das ist überhaupt kein Problem. Das kann ich machen. So, dann haben wir hier noch einen Raum, das ist auch der Central Access Shaft. Okay. Dann haben wir hier unsere beiden Ballasttanks, wo wir gleich aber nochmal genau drauf eingehen müssen. Aber ich definiere die jetzt erstmal schon mal. So, das hier ist Ballast Tank A. Und dann haben wir hier noch Ballast Tank B. Ich werde das jetzt erstmal so machen, dass ich... ja, doch, ich mache das mal so, dass ich hier sage, das ist Ballast Tank B. Ich überlege, ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich das hier noch mit dazu nehmen soll oder ob ich das einfach als toten Bereich nehme. Ich nehme es mal erstmal mit dazu. Wir können es ja immer noch löschen. Gar kein Problem. So, zack. Und dann hierhin. Und dann hierhin. Und dann noch hier oben. Die kleine Lücke. So, das hier. Ich glaube, wir können. Können wir es, ich bin mir nicht sicher, ob wir es für mehrere festlegen können gleichzeitig. Das wir jetzt auch sagen, das hier ist alles Ballast Tank B. Wir können es auf jeden Fall nicht linken. Also außer den ersten, aber wir können nicht mehrere ausgewählte Tanks linken, aber wir können mehrere ausgewählte Tanks auf jeden Fall benennen. So. Die Ballasttanks haben wir, dann haben wir jetzt hier unten noch den Oxygen Generator. Da können wir zum Beispiel sagen, ich überlege jetzt gerade, was wir hier für einen Namen benutzen am besten. So, da dran. Perfekt abgeschlossen. So, die müssen wir natürlich noch linken. Hier hin. Na, so. Und so. Und dann benennen wir die noch. Man könnte jetzt zum Beispiel sowas nehmen wie, ich weiß nicht, Engineering mit R. Airlock gibt es. Ja. Engineering. Ich nehme jetzt einfach mal Engineering. Ansonsten könnte man hier auch gerne noch was Eigenes eingeben. Alles gut. Genau, dann haben wir hier noch, das ist auch ganz wichtig, unseren Command Room. Und es ist auch wichtig, dass hier bei Airlocks, nicht bei Airlocks, bei Türen, die Grenzen von den Räumen auf den Türen liegen. Also jetzt ist es natürlich nicht genau mittig, aber sie liegt ja hier noch. Man sieht das hier, wenn ich die Tür highlighte, der weiße Rahmen. Die blaue Kante läuft durch den weißen Rahmen durch, damit liegt es genau auf der Tür. Das ist auch wichtig, sonst wird die Tür so ein orangenes Fragezeichen-Symbol bekommen, wenn die jetzt hier irgendwo mittig in dem Raum liegt und dann wird dieser Error sagen, die Tür trennt nicht zwei Bereiche voneinander ab. Deswegen die Türen, ne, die müssen immer genau auf den blauen Ecken liegen und auch diese vertikalen Airlocks, diese Hatches, die müssen auch immer auf den blauen Ecken liegen von den Räumen. Wir sehen auch gleich nochmal genau, warum das wichtig ist.
Wir machen jetzt erstmal hier noch unsere Räume zu Ende. Wir haben ja hier noch unsere Waffensteuerung. Dann benennen muss ich das noch. Das hier ist unser Command Room. Das hier ist. Ich glaube, es gibt dafür zwei getrennte. Wir haben hier Armory und wir haben noch irgendwas mit Gunnery Compartment. Ich nehme das, nenne das mal Gunnery Compartment, das ist gut. So, dann haben wir hier noch Electrical natürlich. Das ist ganz wichtig. Electrical. Zack. Und hier haben wir jetzt noch unsere. Ich trenne das auf jeden Fall auch. Also ich mache das in daraus nicht einen Raum, sondern ich mache hier diesen Vorbereitungsraum, wenn man so will. Und hier vorne machen wir unsere Airlock hin. Da sagen wir jetzt hier, das ist unsere Airlock und das hier ist von mir aus Airlock Access. Airlock Access, genau. So, damit haben wir alle Räume auf jeden Fall festgelegt. Was wir jetzt sehen können, ist, wenn ich hier in dem hier oben über Toggle Visibility das Fenster aufmache und hier sage, ich will mir mal die Gaps anzeigen lassen. Dann sehen wir, dass auf jeden Fall alle Hatches und alle Türen und auch hier oben dieser Docking-Port rot hervorgehoben sind. Ne? Also die sind halt so rot markiert. Und die haben hier jetzt zwei solche Pfeile. Und diese Pfeile zeigen an, wie jetzt zwischen zwei Räumen, also wenn wir jetzt hier zum Beispiel mal Electrical und hier das Airlock Access nehmen, dann zeigen diese Pfeile an, in welche Richtung das Wasser fließen kann. Das heißt also, sowohl wenn jetzt der Raum geflutet ist, kann das Wasser hier rüber laufen, als auch wenn der Raum geflutet ist, kann das Wasser hier rüber laufen, was ja auch Sinn macht, wenn natürlich die Tür zerstört ist oder offen ist. Wenn die zu ist, dann fließt es natürlich nicht. So, das ist wichtig. Es ist jetzt nämlich zu beachten, wir haben jetzt ja zum Beispiel solche Teile wie hier, ja, wo wir einen Raum nicht nur aus einem Kasten zeichnen konnten, sondern da gehört ja das hier auch noch mit dazu. Das gleiche haben wir noch mal ein bisschen besser sichtbar, zum Beispiel auch hier oben oder auch hier unten. Und wichtig zu wissen ist, wenn jetzt hier diese Hülle durchbrochen wird, ja, also genutzt dann hier unten diese Kante, dann würde jetzt dieser Bereich hier voll Wasser laufen, aber das Wasser würde, auch wenn das visuell keinen Sinn macht, nicht hier rüber laufen. Weil wir zwischen diesen beiden Räumen, in Anführungszeichen, keine Gap haben. Ja? Wir sehen, hier gibt es eine Gap wegen der Tür automatisch, aber hier ist keine Gap. Das heißt, das würde voll laufen und das ist ein großes Problem, weil die Pumpen hier, ja, diese Ballastpumpen, die werden wir nicht nur dafür benutzen, um unsere Ballasttanks zum Aufsteigen und Absteigen zu füllen, sondern wir werden die auch als Bilgepumpen verwenden. Die dann halt, wenn Wasser einbricht, das überschüssige Wasser auch wieder rauspumpen. Und wenn das Wasser von hier nicht hier rüber fließt, dann kommt es logischerweise auch nicht hier bei der Pumpe an und wird niemals abgepumpt. Und das ist ein Problem, weil das dann schnell dazu führen kann, dass man nicht mehr aufsteigen kann. Ne? Das Wasser wird man dann nie wieder los. Das heißt, da wir hier keine Türen zwischen haben, zwischen diesen Bereichen und dadurch auch keine Gaps, müssen wir jetzt selber Gaps dazwischen machen. Dafür gibt es hier die Component Gap. Und da steht ja auch schon drin, Gaps allow water and air to flow between two hulls. Also es ist nicht nur für Wasser wichtig, sondern auch für Sauerstoff natürlich. Und ich gehe jetzt hier einfach her und ziehe mir jetzt hier eine Gap dazwischen. Und schon sehen wir, haben wir hier auch einen Bereich, der ist jetzt hier blau dargestellt, weil wir die selber gezogen haben. Aber wir haben jetzt hier einen Bereich und wir sehen, alles klar, das Wasser kann von hier nach da und von hier nach dort fließen. Machen wir das nochmal weiter. Zack. Zack. Und hier auch. So. Ich muss ganz ehrlich sagen, wo ich jetzt gerade drüber nachdenke, ich bin mir gar nicht sicher, ob wir auch hier zwischen eine Gap machen können. Theoretisch sehen wir das ja. Der Boden kann ja auch zerstört werden. Aber das würde ich nicht machen. Nee, 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 das machen wir nicht. Also zwischen den Decks machen wir keine Gaps. Weil sonst würde das Wasser hier unrealistisch durch den Boden sickern. Da zeige ich euch gleich eine realistischere Lösung, wie wir das machen können. So, aber natürlich hier macht es ja natürlich Sinn, dass das Wasser hier zwischen hin und her fließt, weil hier überhaupt keine Wand ist und dazwischen soll das dann natürlich hin und her laufen. Das gleiche ist hier drüben. So, noch eine Gap. Zack.
Und dann machen wir das noch hier oben. Da machen wir uns fix die Gaps hin. Jo, dankeschön. So, und dann kann dazwischen auch das Wasser laufen. Und da haben wir auch noch einen Bereich. Den dürfen wir nicht vergessen. Ganz wichtig. Nee, das muss ich nochmal neu machen. Jo, ja. So, dann haben wir da nämlich auch eine Gap. Und das waren, glaube ich, alle Räume, die überlappend waren. Ja. Genau. Zu den Ballasttanks. Die machen wir jetzt als nächstes. Bei den Ballasttanks ist es so, dass natürlich die Größe der Ballasttanks davon abhängt, wie groß unser U-Boot ist. Jetzt, wo wir alle Räume definiert haben, kennt das Programm auch die Masse unseres U-Boots. Wie berechne ich das jetzt? Ich mache das folgendermaßen. Ich wähle mir jetzt hier den ersten Ballasttank an und dann mit gedrückter Steuerung-Taste kann ich jetzt weitere Räume auswählen. Und ich nehme jetzt alle Räume, die zu unseren Ballasttanks gehören. Das sind ja alle hier unten. So. Wenn ich alle markiert habe, dann sehe ich jetzt hier Total Hull Volume sind 2.042.624 und das Selected Hull Volume, also die wir jetzt hier unten als Ballasttank ausgewählt haben, sind davon 405.760 und dahinter sehen wir Optimal Neutral Ballast Level ist 0.3524, also das kann man umrechnen in Prozent, also es wären 35%. Das heißt, wenn unsere Ballasttanks zu 35% mit Wasser gefüllt sind, dann wäre das U-Boot jetzt auf einem Null-Level. Das ist nicht optimal, weil wir wollen möglichst, dass das U-Boot austariert ist, wenn die Ballasttanks 50%, also genau zur Hälfte gefüllt sind, dass es dann natürlich in der Schwebe ist, also weder auf noch absteigt. Das können wir nur ändern, sag ich mal, wenn wir die Größe dieser Ballasträume anpassen. Ich würde jetzt erstmal damit anfangen, hier die Räume zu deselektieren und gucken, ob wir die einfach nicht als Ballasttanks machen und wie das dann passt. So, jetzt sind wir schon sehr nah dran. 0,4899, also aufgerundet 49%. Das ist sehr nah an 50% logischerweise dran. Und für mich hier in diesem Tutorial auf jeden Fall auch genug. Wenn ihr es super optimal nehmt, dann könntet ihr jetzt noch hergehen und hier zum Beispiel diesen Raum auswählen, diesen Ballastraum und den hier ein bisschen verschieben. Denkt nur dran, wenn ihr den jetzt hier zum Beispiel hier verschiebt, dass ihr dann auch die Türen mit verschiebt. Ja? Sonst bekommt ihr da eben den Fehler, weil die Tür ja dann nicht mehr hier genau auf dieser blauen Kante drauf liegen würde und ihr müsstet dann diesen Raum noch mit anpassen und den darüber ziehen. Aber 49% ist für mich perfekt, wenn ich jetzt den Raum hier anwähle und den Raum hier anwähle, dann sehe ich, ich bin bei 49%. Gut, das heißt aber, wir müssen diese Räume hier, die müssen wir wieder anlinken, indem wir das wieder mit der Leertaste gedrückt halten. Ich wähle hier die Räume aus, Leertaste, klicke den Hauptraum an, gar kein Problem. Und würde jetzt sagen, was machen wir daraus? Ich würde das schon gerne zugänglich lassen. Wir machen daraus... Tja, irgendwas mit Front gibt es auf jeden Fall auch. Front Ballast? Nee. Ich nenne das jetzt einfach mal Lower Foresight. So, das nenne ich jetzt einfach mal so. Genau, die dann logischerweise auch alle. Lower Foresight. Lower Foresight. So. Und die linke ich dann zu diesem Raum hier. So. Diesen Gap hier, den nehme ich raus. Denn da mache ich jetzt eine Tür noch zwischen. Eine Autodoor. So, die setze ich mir einfach genau hier rein. So. Und wir sehen ja hier, dann entsteht jetzt hier automatisch wieder eine Gap. Ne? Wie bei den anderen Türen auch. Ihr könntet da jetzt noch was reintun hier, vielleicht irgendwelche Schränke auch an die Decke packen oder so, oder irgendwas hier, diese Storage heißen die, glaube ich, Storage, nee, natürlich nicht. Moment, die finde ich aber jetzt, wenn ich jetzt motiviert, da, diese Supplies Cabinets zum Beispiel, die könnten wir jetzt hier mit reinmachen, dann hätte man da nochmal irgendwie einen kleinen Stauraum oder irgendwie sowas,
könntet ihr da jetzt reinmachen. Genau, das ist das, wie man den Ballast berechnet. Wir müssen jetzt noch eine sehr wichtige Sache machen, nämlich wähle ich hier nochmal die beiden Ballasttanks aus und muss mir jetzt diese Zahl einmal kurz merken, 0,4899, denn unser Computer muss wissen, wo das Null-Level liegt, also wie viel Prozent muss er die Ballasttanks füllen, damit das U-Boot austariert ist. Das muss unser Steuerungscomputer wissen. Also er muss diese Zahl kennen, 0,4899. Und dazu klicke ich hier auf mein Navigation Terminal und dann suche ich mir nicht die Leitkomponente, no, Steering. Hier unter Steering haben wir Neutral oder Neutral Ballast Level. Und da muss ich jetzt hier, ne, er geht jetzt hier schon von 0,5, also 50% aus, aber bei uns ist es ja 0,4899. Und deswegen muss ich dem Computer das sagen und dann ist der happy und weiß da auch Bescheid. So, das heißt, wenn ich jetzt keine Vertikalsteuerungsbewegung hier in meinem Computer mache, während ich steuere, wird er das U-Boot jetzt perfekt auf Null-Level halten, indem er diese Ballasttanks hier zu 48,99% füllt. Genau. So, was wir jetzt noch machen können, ist, wir sehen, wir haben jetzt immer noch hier diesen doofen blauen Hintergrund. Das heißt, wir wollen unsere Räume jetzt noch mit Hintergrund gestalten. Das finden wir, indem wir hier einfach Back für Background eingeben und kriegen dann hier diese ganzen Backwalls. Die haben überhaupt keinen Effekt, außer dass sie visuell halt sind. Es ist halt nur Optik. Mehr machen die nicht. Das heißt, ihr könnt da komplett frei wählen. Ich nehme jetzt hier zum Beispiel mal die Backwall Ballast. Passt irgendwie für die Ballasttanks und starte die jetzt einfach hier mal komplett damit aus, indem ich die hier rüberziehe, soweit es hier geht. Ja. Und hier muss ich dann natürlich nochmal nachjustieren. Backwall Ballast. So. Alright. Backwall Ballast. Alright. Worauf ihr hier achten müsst, ist, dass zwischen Türen und Luken Textur ist, aber nicht zwischen den Böden. Da könnt ihr, also da muss nicht zwingend Textur sein. Das wird man eh nicht sehen. Genau, ich werde jetzt hier mal ganz fix eben das zu Ende gestalten. Ihr könnt euch auch sehr gut an den Räumen orientieren. Was habe ich jetzt hier genommen? Die Textur, glaube ich, habe ich genommen. Genau, ne, da macht ihr nichts verkehrt, wenn ihr euch da einfach an der Form der Räume enthaltet und immer in der gleichen Ecke anfangt. So, dann haben wir da einen schönen durchgängigen Raum. Ich mag auch persönlich hier diese mechanisch wirkenden Sachen. So. Und dann nehmen wir die einfach nochmal für den Command Room. Hier kann man die auch einfach durchziehen, wenn man möchte. So. Dann haben wir hier noch diesen Access Shaft. Da fange ich einfach hier oben an. Und ziehe das einfach mal hier runter. Wenn euch das nicht so gefällt, so wie hier jetzt, das hier, ne, dann könnt ihr auch, wenn ihr dann die Textur nochmal anwählt, habt ihr hier so ein Texture Offset. Ich will das jetzt ein bisschen auf der X-Achse verschieben. So, das gefällt mir besser. Ihr könnt es auch hoch und runter machen. Das ist auch oft gut, wenn ihr die aneinander liegen habt, die Texturen. Na, dann könnt ihr die auf der Höhe anpassen. Ich demonstriere das mal kurz hier. Maschinenraum durfte ich nicht, weil ich über dem Menü war. So. Zack. Und das passt jetzt hier nicht. Ne? Ihr seht hier diese Kante ist hier unten und die ist hier. Dann könnt ihr hier die Textur anwählen, die ich jetzt hier interessanterweise zweimal habe. Wieso habe ich die da zweimal? Ja, ich wollte die nur einmal haben. So, einmal. Ja. Jetzt ist das hier oben irgendwo. Dann könntet ihr das jetzt anwählen und sagen, durch Texture Scrolling schiebt ihr das auf die gleiche Ebene, wenn das ungefähr passt. So, und dann hättet ihr das ungefähr auf einer Ebene. Also nur, dass die Idee klar wird, ja. Genau. So, dann nehmen wir hier noch. Eins. Zwei. Und drei. Okay.
Und dann machen wir hier noch. Ich fange bei der Tür an und gehe hier einmal durch. Also ihr seht, das ist jetzt hier. Es macht schon immer Sinn, im visuellen Bereich des Raumes anzufangen. Also dass ich jetzt hier anfange, so, und ziehe das dann hier runter. Aber das werdet ihr sehr schnell durch Ausprobieren und Gucken herausfinden. Gar kein Thema. Was ihr auch machen könnt mit den leeren Bereichen ist, ihr nehmt euch einfach irgendeine Textur, markiert diese leeren Bereiche hier. Ihr könnt natürlich auch so eine Textur da drin lassen, wenn ihr das schön findet. Ihr könnt die aber auch auswählen, hier auf die Farbe gehen und die auf schwarz machen. Dann hättet ihr da einfach schwarze Bereiche. Das könnt ihr ganz gestalten, wie ihr wollt. Das ist, wie gesagt, alles nur visuell und hat keinen Impact aufs Spiel. So. Ich hatte die Luken und die Türen angesprochen. Damit ihr da nochmal auf Nummer sicher gehen könnt, könnt ihr hier zum Beispiel die Structures, nicht die Structures, die Walls ausblenden und die Items und die Wires und die Gaps. Und dann könnt ihr sehen, dass hier zum Beispiel da fehlen Texturen, was ich gerade sehr interessant finde. Dass hier das so komisch ist. Aber das kann ich einfach fixen, indem ich das dann hier größer ziehe. So. Genau. Und dann kann ich das hier wieder durch Texture Scrolling auf die gleiche Höhe bringen. Ungefähr. Na, ich kann es jetzt natürlich durch mit den Pfeiltasten noch korrekt hinschieben. Oder ich kann hier einen Komma-Wert eingeben. Aber ihr versteht das Prinzip. Genau. Items. Ich habe hier zum Beispiel zwischen den Türen noch Gaps. Das ist wichtig, die zu schließen. So, sonst sieht das nämlich kacke aus. Da habe ich es zu. Das hier ist der Boden, deswegen ist das egal. So, hier habe ich noch eine Tür. Da muss ich den Gap auf jeden Fall schließen. Und hier natürlich auch. Dann nehme ich mir einfach den hier und ziehe den noch hier rüber ein Stück. So, und jetzt habe ich alle Räume einen Hintergrund noch gegeben. Als letzten Punkt in diesem Video will ich euch noch etwas Wichtiges zeigen. Es ist nämlich so, wenn jetzt hier zum Beispiel ein Wassereinbruch kommt, dann würde sich in diesem Raum Wasser sammeln. Und dann kommen die Leute hier an, eure Bots oder so, oder eure Mitspieler, und flicken das hier, das Loch. Dann habt ihr trotzdem in diesem Raum noch Wasser. Und das Wasser verschwindet nicht einfach wie von Geisterhand, sondern ihr müsst dafür sorgen, dass es abgepumpt wird. Dafür habt ihr zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, ihr nehmt diese Automatic Bilge Pumps. Ja, das ist einfach eine Konstruktion aus einem Wasserdetektor. Und eine Pumpe, die setzt ihr dann einfach hier auf den Boden. Das ist wichtig, dass ihr die auf dem Boden setzt, ne, damit die schon bei niedrigem Wasserstand anfängt zu arbeiten. Und sobald dann hier Wasser drin ist, fängt die an, das abzupumpen. Die benötigt aber Strom, einen Stromanschluss. Das halte ich für die weniger gute Lösung. Das ist vielleicht sinnvoll, wenn man irgendwo einen Raum hat, der abgeschieden ist und eine Senke hat oder so. Dann passt das da schon rein. Hier würde ich das aber nicht machen. Ich würde hier nämlich etwas anderes machen, und zwar könnte man darüber nachdenken, diese Tür hier unten doch zu entfernen oder hier eine Bilgepumpe reinzusetzen. Ja, die setze ich jetzt hier einfach mal rein. Das ist nicht schlimm, dass der Wassersensor hier hinten unter der Hülle ist, weil der Raum wird ja hier durch den blauen Kasten definiert. Das heißt, ich brauche jetzt auf jeden Fall für die Bilgepumpe noch eben fix Strom. So, Wires. Das heißt, ich brauche hier eine Box, die noch keinen Anschluss hat. Da haben wir ja zum Glück genügend von. Also die Elektrikabteilung ist ein kleiner Overkill hier für unser U-Boot. Genau. So. Führen wir das hier runter. Und dann hier rüber. Und dann hier zur Pumpe. Und da können wir das dann verkabeln. Das war's schon. Jetzt wird die das Wasser abpumpen, wenn sie Strom hat und hier Wasser drin steht. Das heißt, in dem Abteil haben wir dann schon mal das Wasser raus. Denn in dem Konzept, was ich euch jetzt zeige,
geht es darum, das Wasser von oben nach unten zu bekommen zu den Bilgepumpen oder zu den Ballastpumpen. So, hier bräuchten wir eigentlich auch noch eine, weil wir hier eine Wand dazwischen haben. Dann würden wir hier aus dem Raum das Wasser niemals rausbekommen. Deswegen packe ich hier auch noch eine rein. Genau. Aber unsere Mission ist es jetzt halt, das Wasser von oben nach unten in die untersten Decks zu bekommen. So, das machen wir jetzt gleich. Ich verkabel das mal eben fix hier noch. So, so. Ich mache das natürlich alles sehr viel ordentlicher als ich. So, zack. Okay. So. Wie machen wir das? Natürlich wird das funktionieren, wenn ich dann hier die Tür öffne und dann hier die Luke und das fließt dann hier runter und dann geht das irgendwie. Aber das soll ja automatisch funktionieren. Und da gibt es etwas, das nennt sich Duct. Das ist hier dieser Duct-Block. Und was der macht ist, der kann geöffnet werden, um Flüssigkeiten durchzulassen. So, ne, der hat hier einen Toggle-State, ja, und einen State-Out, den wir auslesen können, und einen State, den wir setzen können. Und der Toggle-State erlaubt mir halt, dass, wie zum Beispiel bei einer Waffe oder so, wenn ich über das Periskop dann links klicke, kann ich das entweder anschalten oder ausschalten. Das kann ich natürlich auch über Buttons machen oder einen Hebel. Das wollen wir aber nicht. Wir brauchen hier diesen Set State. Ja, wenn hier ein positives Eingangssignal drüber kommt, öffnet sich das Ding. Und wenn kein Eingangssignal bekommt, dann schließt es sich wieder. Das brauchen wir. Und zwar brauchen wir das über einen, ich hoffe, ich finde ihn jetzt, Water Detector. Genau, da ist er. So, das heißt, wir stellen ihn einfach hier hin. Und der Water Detector hat natürlich jetzt auch ein Signal Out, Water Percentage und Pressure. Das heißt also, wir können generell ein Signal ausgeben, wenn hier einfach Wasser das Teil berührt, dann kommt hier ein positives Signal raus. Dann können wir noch den Wasserstand theoretisch auslesen und auch den Wasserdruck, ob man da noch drin safe gehen kann. Genau. Wir brauchen jetzt hier aber nur Signal Out, ob da überhaupt Wasser ist. Das ist für uns interessant. Das fügen wir dann hier drüben ein und machen das hier in den Set State. Und das sorgt dafür, dass wenn der Wasserdetektor mit Wasser in Berührung kommt, dass das Teil sich öffnet. Dann will ich jetzt noch eine Plattform darunter machen, damit das Ding so groß ist wie der Boden. Dann nehme ich hier einfach diese Plattform Basic und mache die hier drunter. Und schon habe ich meine Schleuse quasi. Wenn ihr euch so Sachen zusammenbaut, könnt ihr die markieren und hier über Save as Item Assembly in eurer Asset-Palette abspeichern, damit ihr das nicht jedes Mal wieder neu bauen könnt. Genau, ich mache das jetzt über Copy und Paste, denn wir müssen jetzt erstmal gucken, wo bauen wir das überall ein. Wir bauen das ein, zum Beispiel hier. So, das heißt, ich mache das jetzt auf, schnapp mir das und ziehe das dann einfach mal hier hin. So. Und mache dann hier den Boden wieder zu. Und könnte jetzt natürlich noch hier ein bisschen anpassen, aber das ist für mich schon cool genug. Das passt für mich auf jeden Fall schon ziemlich gut. So, da ist es fertig. Dann brauche ich natürlich jetzt hier noch ein Stück Boden, auf dem man dann laufen kann. Zack. Und zack. Und das würdet ihr jetzt hier oben noch machen, auf der Seite und natürlich hier auch. Und dann hier noch einen, ne, dass das Wasser von oben nach unten durchfällt. Ich mache das aus Zeitgründen, mache ich das jetzt nicht. Das dient jetzt der Veranschaulichung. Genau. Würdet ihr das jetzt überall noch hier in die Böden einbauen, für jeden Raum eins, dass das Wasser schön von oben nach unten hier unten rein durchläuft und hier können die Pumpen es dann rausschaffen. Ne? Kommt hier noch eins rein, läuft das hier durch. Ich würde euch auch empfehlen, diese Plattform übrigens auch noch hier über eure Schleusen, über eure Hatches zu machen. Das spart oft viel. Oh, guck mal, hier fehlt noch ein Stückchen. So. Das spart oft viel Frickelei, wenn man hier diese Plattform einfach über die Hatches drüber macht. Genau.
Ja, das soweit zu Räumen, Ballasttanks und Bilgewasser. Ich finde, das ist immer die effektivste Methode, hier über diese kleinen Duktschleusen das Wasser von oben nach unten zu holen. Und dann wird es hier automatisch abgepumpt. Ihr habt natürlich auch einen Nachteil dabei. Und zwar, wenn hier oben jetzt Wasser reinkommt und ihr habt hier auch einen Duct drin, dann flutet das natürlich automatisch hier runter durch den Generatorraum. Das ist also ein zweischneidiges Schwert. Müsst ihr abwägen. Also wenn ihr genügend Capacitors hier noch frei habt, dann packt ruhig überall eine Pumpe rein. Alternativ, wenn ihr Stromprobleme habt, dann ist das eine adäquate Lösung. Dass das Wasser immer zu den Pumpen runterfließt, ist eine Sache, die ihr abwägen müsst. Aber das sind zwei Möglichkeiten, wie man mit dem Wasser dann umgehen kann. Genau. Ja, gut. Ich hoffe, das hat euch geholfen. Natürlich speichere ich wie immer das U-Boot noch einmal. Und es kommt jetzt nur noch ein Part. Der letzte Part, da beschäftigen wir uns dann mit Waypoints, dass hier auch die Bots auf dem U-Boot rumlaufen können. Wir schauen uns noch die Lüftung an. Das ist nämlich noch ein wichtiger Punkt. Sauerstoff. Ne? Unsere Crew braucht in jedem Raum Sauerstoff. Das schauen wir uns an und dann werden wir eine kleine Testfahrt machen mit unserem U-Boot und gucken, ob alles funktioniert. Und sind dann am Ende der nächsten Folge fertig damit. Wow, wieder 37 Minuten. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch gefällt das. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss, ciao, euer Pfister.